Schnippidi-Schnapp und hallo Rio und herzlich willkommen zu einem Update unseres Upload-Plans mit mir, dem Nefkara. Ja, ihr seht gerade schon wieder das aktuelle Bild. Ich habe ja gesagt, dass ich es ab und zu updaten werde, weil vielleicht wisst ihr ja gerade gar nicht mehr, wie das so abläuft auf unserem Kanal, weil sich da ja einiges getan hat. Und zwar, ihr seht ja momentan viel Splinter Cell. Keine Sorge, Splinter Cell ist zwar momentan Hauptprojekt, aber Sachen wie StarCraft, Cube World und NBA laufen natürlich, wie ihr das seht, immer noch gewohnt weiter. Also zu laufende Projekte, Cube World läuft immer noch samstags bis sonntags, aber dann nicht mehr um 20 Uhr, wie das immer war, sondern Cube World kommt jetzt immer um 17 Uhr raus. Denn 20 Uhr ist ja der Singleplayer von Splinter Cell Blacklist. StarCraft 2 wie gewohnt, Montag bis Freitags, da aber Splinter Cell als Hauptprojekt momentan ist, immer um 17 Uhr, also vormerken 17 Uhr. NBA 2K13 läuft immer noch, ja, auch wenn in 2 Monaten schon der Nachfolger kommt. Samstags bis Sonntags um 13 Uhr immer noch. Splinter Cell Blacklist läuft ja momentan, Folge 7 ist ja gestern angelaufen, heute kommt Folge 8. Läuft von Montag bis Sonntag, wie das für Hauptprojekte bei uns üblich ist, um 20 Uhr immer an. Blacklist Koop, den finde ich eigentlich ganz interessant, der macht mir auch ganz besonders viel Spaß. Der kommt Montag bis Freitag um 15 Uhr, also nur Montag und Freitag, nicht zwischen, sondern es kommt nur Montag und Freitag eine Folge Koop. Sonst ist das alles zu vollgepackt, vor allem mit Splinter Cell. Und Blacklist, also von Splinter Cell, der Multiplayer, kommt mittwochs um 15 Uhr. Ich denke, das ist schon extrem viel Splinter Cell und ich hoffe, ihr könnt es verschmerzen. Vielleicht hat der eine oder andere auch Spaß, das Singleplayer ist vielleicht nicht jedermanns Sache, aber Koop und Multiplayer sind auch ganz lustig, könnt ihr auch mal vorbeischauen. Und dann schauen wir nochmal nach, was ist geplant, hat sich jetzt ein bisschen was umgeändert, nur ein kleines bisschen was. Und zwar GTA 5 kommt nächsten Monat, das ist das direkte Anschlussprojekt nach Splinter Cell. Und zwar ab dem 17.09. täglich um 20 Uhr, ja. Ich habe es auf der Konsole vorbestellt, weil PC-Version ja noch nicht geplant ist, in Anführungszeichen. Es kommt halt noch nicht momentan. FIFA 14, wie gewohnt, hat sich jetzt ein bisschen was geändert, weil PlayStation 3-Version ja ein paar Monate vorher rauskommt. Das wird eine Art Nebenprojekt sein auf der PlayStation 3 und das Hauptprojekt wird erst auf der PlayStation 4 beginnen. Hinzugefügt ist noch Pro Evolution Soccer 2014. Das wird auf dem PC-Let's Play dieses Mal richtig und gut, hoffe ich. Das sieht nämlich gar nicht so scheiße aus, das habe ich auf der Gamescom gespielt und damit kann man eigentlich ganz gut was anfangen mit dem Spiel. Also so schlicht sah es jetzt nicht aus. Titanfall, das haben wir auch auf der Gamescom angespielt, das war eigentlich ziemlich geil, muss ich sagen. Und das werden wir wahrscheinlich auch Let's Playen. Ist von den Infinity Ward-Machern, die damals gegangen sind, wann war das, 2010 nach einem Streit? Und DICE bzw. EA, DICE natürlich nicht, DICE ist ja Battlefield, EA hat sich dann gedacht, ja, die grapschen wir uns einfach mal, hat sich die dann direkt gepopelt und dann haben die an Titanfall gearbeitet. Und ich muss sagen, das Spiel ist flott, ich, wie gesagt, konnte es schon anspielen und ist echt richtig gut und freue ich mich auf jeden Fall tierisch drauf. Was natürlich auch dazu gehört, ist immer noch Dark Souls 2, Fußballmanager 14, Destiny, wo ich inzwischen, ich glaube, sagen kann, dass es nicht für PC rauskommt. Ich bin mir immer noch nicht sicher, deswegen lasse ich es mal so stehen. Watch Dogs natürlich. Ich meine, Ubisofts Kracherspiel muss natürlich dieses Jahr noch gespielt werden. Assassin's Creed Black Flag. Ja, und Witcher 3 nächstes Jahr. Eigentlich muss da noch Battlefield 4 zu im Multiplayer. Behaltet es im Auge, Battlefield 4. Ich glaube, das stopfe ich da noch irgendwo rein in die Liste. Wenn ich es demnächst update, wenn GTA 5 rauskommt, kommt bestimmt nochmal was raus. Aber das sollte momentan der Upload-Plan bis jetzt sein. Ich hoffe, euch gefällt das. Ich hoffe, das ist euch okay. Schreibt eure Meinungen wie immer unten in die Kommentare. Gebt einen Daumen nach oben. Beziehungsweise guckt euch einfach das Video an. Damit ich weiß, dass ihr es gesehen habt. Wie gesagt, schreibt einen Kommentar, wie euch die aktuelle Playlist gefällt. Beziehungsweise... ob zu viel Splinter Cell, ich meine, StarCraft kann momentan, ist halt 5-mal die Woche, weil das einfach zu krass, zu viel zum Uploaden halt ist. Aber schreibt eure Meinungen wie immer einfach unten in die Kommentare. Und das war's dann auch schon. Das nächste Update kommt wahrscheinlich dann, wenn GTA 5 rauskommt, so in etwa. Dann wird sich das Ganze nochmal ein bisschen verändern, weil in dem Monat kommt auch FIFA und Pro Evolution Soccer und. Und dann wird sich das wahrscheinlich nochmal ein bisschen verändern. Und bis dahin, ja... Habt viel Spaß auf unserem Kanal. Ich finde es cool, dass wir inzwischen schon über 180 Abonnenten haben. Und ja, ich finde es einfach geil von euch. Und schaut auch weiter unsere Videos. Finde ich echt genial.
Ich wünsche euch was. Einen schönen Tag. Ciao, Leute. Bis zum nächsten Mal.